Hi meine Lieben, ja, ein Jahr geht zu Ende, 2014 ist tatsächlich fast vorbei. Ich meine, ich lebe eigentlich immer noch in 2012, habe ich so das Gefühl. Ich meine, mittlerweile habe ich mich so fast mit 2013 abgefunden, aber jetzt kommt schon 2015 und irgendwie finde ich das voll krass. Demnächst mache ich dann auch schon 2 Jahre YouTube und ich finde es so krass, wie schnell das einfach alles geht. Aber ich dachte jetzt so zum Ende des Jahres rede ich noch mal ein bisschen mit euch und ja, ich habe hier so ein paar Themen mir aufgeschrieben und die werde ich jetzt mit euch abarbeiten und ja. Ja, also erstmal der Grund, warum eigentlich momentan so wenige Videos kommen, was ich eigentlich selbst richtig schade finde, weil YouTube ist für mich eigentlich, ja, sagen wir mal so, mein Haupthobby, beziehungsweise das, was mir eigentlich so am meisten Spaß macht. Und deswegen ist es natürlich umso blöder, wenn ich halt hier auf Charliebooks keine Videos machen kann. Und das liegt halt immer noch an dieser behinderten Leseflaute. Also, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was da in meinem Kopf, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da manchmal dann so eine Art Blockade habe und ich einfach nichts lesen möchte oder so, beziehungsweise also eigentlich möchte ich ja auch gerne lesen und es ist auch nicht so, dass ich nicht gerne lese. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, das war ja zum Beispiel bei Im freien Fall so, ich habe das angefangen und ich fand es so gut und habe das dann so in einem oder 2 Tagen durchgelesen halt, weil es mir halt so richtig gut gefallen hat. Ja, und also die Lust ist auf jeden Fall da, aber es liegt wahrscheinlich eigentlich hauptsächlich daran, dass ich, naja, oft abgelenkt werden. Das ist einfach so, natürlich halt einmal Schule und so, da hat man natürlich auch noch Freunde und andere Hobbys und dann halt, weiß ich nicht, wenn man zu Hause ist und irgendwie Zeit hat, dann denke ich mir halt immer so, ja okay, ich könnte jetzt lesen, aber ich könnte auch noch eine Folge Pretty Little Liars auf Netflix gucken und dabei kann ich ja auch noch Hausaufgaben machen und dabei kann ich mit einer Freundin schreiben und dabei kann ich mein Zimmer aufräumen. Das ist halt so irgendwie der Vorteil daran, an einfach nur ja, eine Serie gucken, man kann halt viele Sachen nebenbei machen. Aber ich finde das eigentlich beim Lesen gar nicht so schlimm, weil wenn ich lese, dann will ich halt auch nur lesen. Aber ja, so kommt es halt, dass ich dann meistens nicht lese. Und irgendwie finde ich das total schade. Aber ich, so wie ich mich kenne, wird das jetzt wahrscheinlich wieder sich bessern. War ja letztes Jahr auch so. Gott, ich bin heiser. Und genau, deswegen denke ich, das wird sich jetzt irgendwie wieder bessern und ich meine, ich habe hier ein paar richtig coole Bücher, die ich unbedingt lesen möchte. Und ich habe halt auch auf meinem anderen Kanal auch schon gesagt, ich habe jetzt dieses, mach dieses Buch fertig, warte, ich hole es kurz. Ich will auf jeden Fall hierzu auch Videos machen, wenn euch das interessiert. Viele haben gesagt, ja, macht dazu Videos. Das hat ja Mandy letztes Jahr auch schon gemacht, sodass sie dazu das so ein bisschen dokumentiert hat, wie sie das Buch im Prinzip fertig gemacht hat. Also das werde ich auch machen im kommenden Jahr. Und ansonsten, ich werde auch wieder lesen. Das ist halt bei mir immer so ein bisschen blöd. Aber ich glaube, ihr versteht das vielleicht auch. Genau, also das ist halt der Grund, warum momentan so wenige Videos kommen. Der nächste Punkt ist Nano. Ich hatte ja eigentlich total vor, das alles zu dokumentieren und durchzuziehen. Und dann war halt ja das Problem, dass ich im Urlaub mein Netzgerät vergessen hatte und dann hat dann eine Woche gefehlt und das waren dann auch irgendwie schon mehrere tausend Wörter, die mir dann gefehlt haben und dann hätte ich das sowieso nicht mehr aufholen können, aber dann habe ich tatsächlich weitergeschrieben und habe dann auch 2 Tage das so wirklich durchgezogen, aber dann hat die Schule halt wieder angefangen und auf einmal war es halt vorbei, weil es kam dann halt einfach, der November ist mit dem Dezember einfach immer der stressigste Monat. Also im November kam dann direkt Mathearbeit, Physikarbeit, Spanischarbeit, Deutscharbeit, so Bioarbeit und so und Geschichte und ich dachte mir so, what? Deswegen habe ich das dann relativ schnell aufgegeben. Beziehungsweise ich habe es nicht aufgegeben, aber ich habe es halt einfach nicht geschafft und ja, ich habe mir dann selbst aber, um ehrlich zu sein, auch gar keine Vorwürfe gemacht, weil ich meine, der November ist nun mal einfach der stressigste Monat so mit dem Dezember, aber und ich denke, ich habe halt 5000 Wörter irgendwie insgesamt geschafft oder so. Und ich meine, das ist halt besser als nichts. Ich meine, 5000 Wörter ist schon mal ein Anfang. Und es ist trotzdem mehr, als ich sonst geschrieben hätte so. Und ich denke einfach, dass ich vielleicht meinen eigenen Nano in irgendeinem anderen, entspannteren Monat machen werde. Vielleicht in so einem März oder so.
oder Februar vielleicht. Ja, vielleicht März, weil im März schreibt man halt so gut wie keine Arbeiten. Das kommt dann alles erst im April, Mai und Juni so. Ja, und deswegen, ja, aber ich mache mir da, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht so viele Gedanken. Das ist ja halt für mich gewesen, und wenn ich es halt nicht geschafft habe, dann ist es halt so, ich kann es sowieso nicht mehr ändern. Genauso ist es mit meiner Jahreschallenge. Ich hatte mir so Lesevorsätze gesetzt, und ich hatte mir als Challenge gesetzt, 60 Bücher zu lesen. Und um ehrlich zu sein, wenn ich immer so gelesen hätte, wie ich zum Beispiel im Mai oder im April gelesen hätte, dann hätte ich das locker geschafft, so mit jedem Monat ungefähr 8 Bücher oder so. Aber ich habe jetzt halt irgendwie in dem letzten halben Jahr vielleicht 4 Bücher gelesen oder 3. Applaus bitte. Nein, aber ja, dadurch habe ich das einfach komplett verfehlt und habe vielleicht höchstens 25 Bücher oder so geschafft von den 60, die ich schaffen wollte. Aber ja, ich meine, es ist jetzt auch kein Weltuntergang, und ich werde einfach versuchen, es nächstes Jahr einfach besser zu machen, mich besser zu organisieren und einfach konstant zu lesen. Ich meine, ich muss halt nicht jeden Monat dann 10 Bücher lesen, aber so jeden Monat 3 oder so, das wäre dann halt schon cool. Aber dann halt jeden Monat und halt nicht nur ein halbes Jahr lang, sondern halt dann konstant eben. Das finde ich halt richtig gut. Also wenn ich einen Vorsatz habe, dann ist es halt immer zu lesen und nicht immer nur so sporadisch. Das finde ich irgendwie so ein bisschen, ja, da ärgere ich mich manchmal so ein bisschen über mich selbst. Ja, im kommenden Jahr kommen dann auch neue Videos. Natürlich, also ich habe mal geguckt, und ich habe dieses Jahr 73 Videos gedreht. Und das sind ungefähr so, das ist halt auf 365 Tage, waren ja so aufgeteilt, als ob ihr alle 5 Tage ein Video bekommen hättet. Habe ich zumindest so ausgerechnet. Wenn alle 5 Tage ein Video kommt, dann kommt man auf 73 in 165 Tagen, 365 Tagen. Das heißt, eigentlich bin ich relativ zufrieden so mit der Zahl der Videos, die ich halt dieses Jahr hochgeladen habe, aber es ist natürlich, ich habe es halt letztes Jahr irgendwie fast einen Monat lang geschafft, jeden Tag irgendwie ein Video hochzuladen oder so, oder einen halben Monat, und ich meine, ich würde das jetzt gar nicht mehr schaffen, und ich wüsste auch gar nicht mehr worüber, alles so. Aber ich hoffe jedenfalls, dass ich sozusagen die Videos genauso wie beim Lesen nächstes Jahr halt einfach dann halt nicht jeden Tag ein Video, aber dafür dann halt irgendwie immer jede Woche, und dass ich das halt auch schaffe, irgendwie konstant zu halten. Für neue Videos und so könnt ihr mir auch immer noch Vorschläge in den Kommentaren lassen. Also ich denke, meine ganz normalen Formate werde ich einfach beibehalten, wie Rezensionen, Monatsrückblicke und Tags. Das wird halt alles immer kommen. Dann kommt halt auch noch diese Reihe dazu. Und falls mir irgendwas einfällt, dann werde ich auch wieder mit den Versus-Videos weitermachen. Die haben euch ja eigentlich immer ganz gut gefallen. Ja, dann war ich im Hobbit schon am 10. Dezember. Also jetzt auch schon etwas länger her. Aber ich wollte es halt einfach gesagt werden, weil ich halt ein paar Mal gefragt wurde. Nein, alles gut. Ich schneide das raus. Hast du einen Nagellackentferner? Ja. Stalkst du mich? Ja. Entschuldige, meine Schwester hat sich gerade meinen Nagellackentferner ausgeliehen. Wo war ich? Ach ja, ich war im Hobbit. Und ich wollte euch fragen, ob ihr da meine Meinung zu haben wollt. Also, ich dachte vielleicht eine Review. Ihr könnt mir auch sagen, ob ihr das hier auf dem Kanal wollt. Aber ich denke, Hobbit, das gehört halt auf diesen Kanal, nicht auf den anderen. Ja, also wenn euch interessiert, wie ich den fand, dann könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Ja, der nächste Punkt ist, dass ich eine neue Kamera mir zulegen werde. Ich habe mir jetzt halt so gedacht, also ich habe mir diese Kamera, mit der ich gerade filme, das ist eine Canon PowerShot SX160 ES. Und die habe ich mir vor 2 Jahren um diese Zeit unabhängig von YouTube gekauft. Und als ich dann eben mit YouTube angefangen habe, hatte ich halt die Kamera, und die nimmt halt HD auf und ist halt ganz gut so von der Qualität her, und der Ton ist halt auch okay. Und sie hat mir jetzt 1,5 Jahre gut gedient, aber sie ist halt schon lange nicht mehr das, was ich wollte. Sondern ich habe halt mit YouTube mit der Kamera angefangen, weil ich sie halt hatte. Aber schon nach ungefähr 2 Monaten habe ich halt gemerkt, ja, okay, ich hätte eigentlich schon ganz gerne eine Spiegelreflex. Eine mit einer besseren Aufnahme, eine mit einem Autofokus. Ich liebe das einfach, wenn du scharf bist und dein Hintergrund ist unscharf. Ich bin einfach so
Ich finde das so schön. Ich weiß nicht, dieses Feeling, ich liebe es einfach. Ich liebe Videos halt zu gucken mit Spiegelreflexkameras, die Autofokus haben. Und andere Videos finde ich auch okay. Also klar, ist, wenn ich den YouTuber mag, gucke ich ihn auch mit der Kamera, die er hat. Aber ich mag das einfach viel mehr. Und da eben mein Vater ja Fotograf ist und ich sozusagen ja, so eine kleine auch Foto- und Kameraleidenschaft dadurch habe, wollte ich halt schon lange eine neue Kamera. Und ich denke, so in etwa einer Woche wird es soweit sein. Ich warte jetzt halt bis Januar. Da wird die ganze Technik ja meistens immer noch etwas günstiger und da gibt es dann immer so ein paar Angebote. Und ich persönlich denke jetzt an die Canon EOS 700D. Ja, also vielleicht, wenn es die jetzt gerade nicht im Angebot gibt, dann könnte es auch die 650 oder 600 werden. Aber die 700, die ist eben, die hat halt einen geräuschlosen Autofokus, was halt für YouTube-Videos ziemlich optimal ist, weil ich meine, es ist natürlich cool, wenn ich euch ein Buch entgegenhalte und sonst würde es dann die ganze Zeit irgendwie so ein Geräusch machen und so ist es dann halt ohne Geräusch und ja, die sind preislich irgendwie alle halt so in einem Ding, in einer Gruppe, so, was weiß ich. Und die werde ich mir zulegen und die kaufe ich mir halt auch alles von meinem eigenen Geld und so. Also es ist schon eine relativ große Investition. Aber ich denke, YouTube ist halt eben mein Hobby und irgendwo hat jedes Hobby seine Kosten. Und ja, ich kaufe die mir jetzt halt einfach und ich denke, dann werde ich auch mit den Videos wieder sehr motiviert sein. Ich glaube, ihr kennt das alles, wenn man irgendwas Neues hat, dann, ich glaube, es wird eine Flut von Videos geben. Ja, und dann wollte ich halt, habe ich als letzten Punkt noch eure Videowünsche, weil irgendwo ich ja die Videos halt für euch mache, für meine Zuschauer und ja, ich wollte halt fragen, ob ihr fürs neue Jahr irgendwelche speziellen Videowünsche habt oder für irgendwelche Videoreihen irgendwelche spezifischen Wünsche. Und ja, das war es eigentlich für diesem Video. Ich weiß nicht, ob es irgendwie interessant war oder so, aber manchmal hat man halt so das Bedürfnis, mit euch so ein bisschen über die Sachen zu reden. Gerade weil ich jetzt halt in letzter Zeit selten einfach nur so mit euch geredet habe, sondern einfach immer nur Videos halt über ein bestimmtes Thema gemacht habe. Und so war das jetzt eigentlich mal ganz nett. Ja, und zum Schluss wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und dass ihr einen guten Rutsch habt und für alle, denen es auch so geht wie mir, so dass sie vielleicht das ja nicht so super zufrieden waren mit ihrem Leseverhalten oder so, wünsche ich halt auch, dass es besser läuft und wir können uns da halt auch alle gegenseitig unterstützen und ich glaube, wir kriegen das alles hin. Ja, das war's. Eigentlich habe ich schon Schluss gemacht. Also der Anfang und der Schluss, das ist immer das, was mir am allerschlimmsten fällt. Ich glaube, ich sollte es einfach machen wie Kelly und einfach sagen, tschüss.